Jefferson! Rodriguez! Was zum Teufel ist hier los? Setzen Sie sich. Was wollen Sie? Nur ein paar Informationen und Ihre Unterstützung. Einen Dreck werde ich. Ersparen Sie uns die Spielchen, Marshall. Wir sind hier, um für Sie die Drecksarbeit zu erledigen. Etwas mehr Höflichkeit wäre also angebracht. Um es kurz zu machen, wer steckt hinter den Zugüberfällen in dieser Gegend? Hey Mann, in dem hast du aber einen Freund fürs Leben gefunden. Konntest du mit dem Namen wenigstens was anfangen, den er genannt hat? Allerdings. Sanchez ist ein alter Bekannter von mir. Und ich weiß auch schon, wo wir ihn finden können. Zum Henker. In was hast du uns da wieder reingeritten, John? Hier wimmelt es ja nur so von Aasgeiern. Das ist einer von Sanchez' geheimen Außenposten. Seine Gang zieht sich nach Beutezügen manchmal hierher zurück. Du meinst, mit etwas Glück werden wir Sanchez persönlich hier antreffen? Das glaube ich leider weniger. Er selbst reitet nur sehr selten bei Überfällen mit. Er überlässt die Drecksarbeit lieber den anderen. Und was wollen wir dann hier? Ich weiß leider nicht, wo sich Sanchez' Hauptquartier befindet. Wie lautet dein Plan? Er ist ein bisschen riskant. Wichtig ist vor allem, dass die Kerle, die im Norden am Lagerfeuer sitzen, nichts von uns mitbekommen. Wir schleichen uns zunächst durch den Wald nach oben, klauen den Burschen ihre Pferde und führen sie in das abgelegene Tal im Nordwesten. Und zwar alle bis auf eines, das des Anführers, das vor der Hütte steht. Mit etwas Glück wird dieser losreiten, um frische Pferde zu besorgen. Und wir heften uns dann an seine Fersen, um so Sanchez' geheimen Stützpunkt ausfindig zu machen? Exakt. Außerdem müssen wir noch die Geisel verschwinden lassen, nachdem wir die Pferde gestohlen haben. Glaubst du, dass der Soldat kooperieren wird? Er wird keine Gelegenheit dazu haben, darüber nachzudenken. Ich werde ihn befreien, K.O. schlagen und sofort wegschleppen. Das verschafft uns etwas mehr Luft und lenkt zusätzlich von uns ab. Puh, klingt kompliziert. Los geht's. Und damit geht's weiter in dieser Mission. Was ist das? 4 gegen wie viel? 40? Okay, nicht so viele sind es aber trotzdem. Es gibt anscheinend nur einen Weg hoch. Und der ist durchgehend bewacht. Okay, was muss ich alles machen? Pferde befreien? Den befreien? Und dann finden wir endlich heraus, wo wir hin müssen. So, die dürfen nichts davon checken. Das habe ich auch soweit kapiert. Das heißt, wenn Alarm geschlagen wird, ist die Mission automatisch vorbei diesmal. Das hatten wir bisher auch nicht. Ich denke, ich erinnere mich leicht an hier dieses Ende der Mission. Das ist alles so lange her. Gib mir mal das Messer in die Hand. Es gibt immer so eine Sache, die sich bewegt. Das Problem, ja Gott, ich kann es nicht mal testen. Ja, komm, Seil muss man aber schneiden können. Okay, ich sehe es halt von hier nicht. Aber ich tippe drauf, dass wir irgendwie damit interagieren können diesmal. Wobei ich keine Ahnung habe, was es mir bringt. Wenn ich es losmache, gut, die rennen weg.
Vielleicht reagiert auch jemand drauf. Schön, aber es ist halt hier. Erstmal dahin kommen. Aber gut. Dann machen wir uns einmal auf die Arbeit. Ach, du pennst. Du hast gar kein Sichtradio. Sehr schön. Ihr zwei schaut euch auch gegenseitig immer an. Das ist nicht so schön. Auf geht's. Kleinigkeit. Alles oder nichts. Weiter geht's. Na, noch ein Ass im Ärmel? Dauert nur eine Sekunde. So, das machen wir ganz einfach. Da habe ich jetzt keine Lust auf komplexe Dinge. Oh, das sieht mich gar nicht. Ja, weiter vor darf ich aber nicht. Die Zeit drängt. Hä? Da ist er doch. Gar nichts gemacht. Dem Sieger den Jackpot. Ich hab nichts gemacht. Das Spiel hat nicht damit gerechnet, dass ich so lange zögere, weißt du? So, hier gibt's irgendwo einen Berg hoch, an dem sie rumlaufen. Ist alles gut, mein Freund. Dauert nur eine Sekunde. Na dann mal los. Caramba, Signorina. Ja, komm her. Du machst dich schwach. Ja, ja. Na, mal sehen. War ja noch da. Nee, es funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay, dadurch, dass sie halt hier eine Dreierkombination bilden, habe ich hier Schwierigkeiten. Vorwärts. Das wird dem Sieger den Jackpot. Na, mal sehen. Kleinigkeit. Hallo. Nein, du sollst schon weitermachen. Ah. Ja, das war nicht geplant. So. Okay. Auf geht's. Ja, ja. Gibt mir das weiter eigentlich nicht, gell? Alles oder nichts. Eigentlich nicht. Du darfst hier nicht stehen. Ja, und jetzt? Vorwärts. Geht's, Esther? Kleinigkeit. Gut, der schaut eh nie hier hin, also ist es mir völlig egal, was er macht. Die anderen sind ruhig. Kleinigkeit. Auf geht's. Auf geht's. Leichtes Spiel. Beeilung. Finger weg von einer Lady. Weiter geht's. Uhu. Bitte seht ihr nicht, bitte seht ihr nicht, bitte seht ihr nicht den anderen. Ja, er hat nur Augen für mich. Dauert nur eine Sekunde. Jetzt oder nie. Ha. Nee, er sieht nichts. Okay, John. Ah! Dauert nur eine Sekunde. Na, ah, ich hab's schon gesehen, dass er hinguckt. Ich sag ja, diese Kombination, bisschen zu nah ans Mikro, ist ein bisschen schwierig. Vorwärts. Dem Sieger den Jackpot. Herz Dame gewinnt. Dadurch, dass sie sich alle im Blick haben, das ist schon viel. Das für den Fall. Okay. Herz Dame gewinnt. Jetzt oder nie.
Leichtes Spiel. Alles oder nichts. Okay, komm her. Das macht Spaß. Na dann mal los. Dann wollen wir mal. Alles oder nichts. Der beschwert sich jetzt auch gleich. Rien, Kleinigkeit. Schnell wegbringen. Hey. Ja, und jetzt? Warum hast du mich nicht gesehen? So, fesseln. Ich darf sie ja diesmal wieder töten, ne? Alles klar. Das ist ein Problem. Da kommt 2 Meter vor, sieht sie das und geht wieder weg. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich will noch nicht abspeichern. Bis ich genau weiß, dass es auch funktioniert, was ich hier anstelle. Dann wollen wir mal. Beeilung. So, weg mit dir wieder. Auf geht's. Ja, und jetzt? Weiter geht's. Klarer Fall. Beeilung. Okay. Wo bist du? Genug getrödelt. Fett, wo je. Vorwärts. Wo bist du? Na, mal sehen. Der reagiert null. Toll, jetzt rennt er ganz weg. Und eigentlich sagt mir nicht, er geht zum Lagerfeuer. Oh nein, er geht zum Lagerfeuer, gell? Ja. Okay. Das ist halt das Schwierige. Wie gesagt, wir dürfen diesmal töten, aber kein Alarm auslösen. Beim letzten Mal durften wir das noch. Na, noch ein Ass im Ärmel? Vorwärts. Na dann mal los. Angekommen. Herz Dame gewinnt. Nein. Und nun? Jetzt oder nie. Ja, ja. Vorwärts. Weiter geht's. Und los. Fett, wo je. Nein. Noch jemand ohne? Halt. Dem Sieger. Okay. Na, mal sehen. Ihr merkt schon, es ist trickiger hier alles. Ja, und jetzt? Es ist nicht mehr so einfach wie vorher. Ich muss schnell in Kombination arbeiten. Na dann mal los. Und los. Ich schaue es eh nicht großartig hier hin. Den will ich gar nicht ausschalten so früh. Alles das oder bringt gar nichts. Wenn... Ui, das war nicht geplant. Aber okay. Ja, und jetzt? Leichtes Spiel. Jetzt oder nie. Na dann mal los. Ja, ja. Kleinigkeit. Ja, ja. Jetzt? Lass den Mann fallen. Und los. Na dann mal los. Und los. Schnell weg mit dem. Oh, diesmal reagiert er zumindest auf mich. So, jetzt muss ich ein bisschen planen. Na, mal sehen. So, du kannst du dann mal fesseln. Wir haben Schnürchen. Das macht Spaß. Dann wollen wir mal. Okay, ich weiß nicht, ob die Charaktere auch noch reagieren. Aber sieht nicht so aus. Beeilung. So, zack. Oh Mann. Dann wollen wir mal. So, den holst du dir natürlich auch noch. Schlafchen. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob man den auch direkt fesseln könnte. Kleinigkeit.
Aber was soll's. So, zack. Dann habe ich auch das hier. Jetzt kann ich mal speichern. Also, 4 erledigt. Das war schon mal sehr viel, aber eben alle hintereinander. Was jederzeit schief gehen könnte. Und es wird nicht leichter. Ich muss diesen Zickzackkurs gehen, ohne dass irgendeiner zu dem Lagerfeuer rennt. Dann muss ich persönlich zu dem Lagerfeuer gehen. Die Pferde befreien. Den Typen hier irgendwo hinbringen. Und herausfinden, was man damit macht. So. Jetzt oder nie. Geht ans Herkommen. Die sehen sogar ein bisschen aus wie Zivilisten. Zumindest der hier, aber das sind keine. So, der sieht mich ja nicht, gell? Das heißt, ich kann den hier machen. Oh la la. Uff. Und den kannst du so ausschalten. Jetzt oder nie. So, weg mit dem auf jeden Fall. Kann ich hier lagern, theoretisch. Ich liebe das. Wir sehen uns in der... Angekommen. Wie geht's jetzt oder nie? Kinderspiel. So, und wieder fesseln. Bin ich nicht lieb, ich töte keinen dieser Banden. Dann wollen wir mal. Na, da bewegt sich einer. Ne, das wollte ich nicht. Weiter geht's. Aber interessiert sich für nichts, okay. Das heißt, die waren wirklich alleine. Auf geht's. So. Sehr schön. Doc brauche ich im Moment tatsächlich wenig. Der wird etwas vernachlässigt. Aber ich habe auch nur eine Fiole dabei. Nur um sicher zu gehen. Okay, da gibt es keinen anderen Weg. Speichern bitte. So, du schaust... Oh, toll. Du schaust da und 2 Patrouillen. Macht ja eigentlich Witze. Der hat den im Auge. Der patrouilliert hier ständig. Ich weiß nicht, ob die sich für den interessieren. Da ist ja noch eine 3. Patrouille. Aber die schauen ihn nicht direkt an. Das heißt, ich habe immer die Hoffnung, den schaut er direkt an. Dass sie ihn dann in Ruhe lassen. Kate, ich brauche dich, nicht ihn. Die Zeit drängt. Angekommen. Gut, ich muss das aber machen, wenn tatsächlich keiner. Warum habe ich so 4 Spielkarten? Hatte ich nicht mal mehr. Leichtes Spiel. Und ich finde es schön, dass sie schleichen kann. Oh. Dauert nur eine Sekunde. Na, die werden aber rot, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Genug getrödelt. Ich kann nicht 2 ausschalten. Dem Sieger den Jackpot. Einer nach dem anderen, bitte. Einer nach dem anderen. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Okay, so geht's auch. Absolut nicht geplant, aber okay. Alles klar. Dauert nur eine Sekunde. Okay. War schön, wenn durch Zufall irgendwas klappt. Wie in alten Zeiten. Kann ich auch wieder abspeichern.